Life is a Race. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ich befinde mich hier in der Faneuil Hall, also vor der Faneuil Hall. Ich gehe jetzt rein. Und wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet. Ich will mir natürlich jetzt hier das neue Settlement holen. Und das heißt, ich muss diese Mission hier abschließen. Jetzt muss ich, bevor ich das jetzt mache, ich habe nämlich, wo haben wir es denn damals? Das müssen wir auf Favoriten legen, auf 4. Ich habe mir nämlich jetzt, war ich kurz zu Hause, habe mir mein Gauss-Gewehr geholt und hab's. Wer hat das Licht ausgemacht? Und dann wollen wir es gleich mal testen. Ah, funktioniert schon mal recht ordentlich. Moment, dann. Ah, ich habe nur Platz für einen. Okay. Aber ich kann jetzt inzwischen. Halt, stopp. Aha, sehr gut. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Na komm schon. Okay, und jetzt kommst du dran. Nonsens. Stimpack reinwerfen. Und dann erledigen wir den Kerl. Nur der Welt hier einen Gefallen. Eure Zeit um, Mensch. Danke, das nehmen wir. Genau, das nehmen wir. So, auf geht's in der Faneuil Hall. Nehmen wir mal. Also, ich glaube, solange ich meine neue Waffe da jetzt nicht. Weil ich will ja so ein Gatling-Laser will ich ja haben. Und der soll noch eine bestimmte Fähigkeit haben. Aber ich glaube, bis dahin kann ich ohne Bedenken das hier nehmen. Gefällt mir die Waffe. Gefällt mir echt. Macht guten Schaden. Das wär's. Was ist das jetzt? Habe ich mich jetzt etwa ausgezogen? Habe ich. Jetzt nicht mehr. Ja, echt eine verdammt simple Meinungsverschiedenheit gewesen sein. Okay, halt, stopp. Dann nehmen wir auch natürlich hier das ganze Zeug mit. Sobald ich eine Werkbank habe, werde ich das Ganze schön verschrotten. Okay. Zuckerbomben, für die tägliche Menge an Zucker. Okay, hier unten ist nichts. Da haben wir noch einen wunderschönen Anzug. Und schon haben wir eine Werkbank gefunden. Wunderbar, so gefällt mir das. Halt, da ist ein. Dann. Wunderbar, so gefällt mir. Das habe ich gerade schon mal erwähnt. Was haben wir hier? Okay. Linker Arm.
Linker Arm. Moment. Ja, 17, ja, das ist... Nee, lassen wir. Okay. Nö, den Aufzug benutzen wir jetzt nicht. Ah, das ist das Jamaica Plane. Nehmen wir natürlich alles mit. Nein. Protektron-Steuerung. Tun wir doch mal aktivieren. Dann haben die ein bisschen was schon zu tun. Ah, da hinten sind sie. Gut, ich glaube, dann haben wir hier unten alles. Ja. Das bezweifle ich, aber nicht hier. Nicht solange ich auch noch ein Wort mitzureden habe. Okay. Da geht's zurück ins Commonwealth. Ja, da zeig dich halt mal. Ah. Kommt jemand. Oh, die Zeit. Jeder überlebte Kampf. So, noch einer? Will jemand doch jemand Hallo sagen? Ich weiß das große Ziel zu schätzen. Verdammt, nichts gefunden. Oh, Nick! Hat mich ganz schön Abschiede dich! Erkennen, Eindringling! Hättest weglaufen sollen! Alles sauber! Moment, dann gehen wir aufs Recht. Na, was ist? Kann man deine hässliche... Nö. Müssen wir separat hochgehen. Noch eine Kapitänsmütze. Den Supermutanten haben wir. Du hast echt Eier. Naja, hartes Eier. Ah, da oben ist er. Na komm, zeig dich! Jeder weitere Widerstand ist widerrechtlich. Was hast du noch so drauf? Wo bist du denn nur hin? Na gut. Ah! Lass mal den Protect. Ah, da kommt die ganze Protectrons. Rein mit euch!
Rein mit euch! Los! Einer! Weiter! Da unten ist er. Muss man noch ein Stimpack nehmen. Und schön nachladen. Und dann Feuer frei. Und tschüss. Ah, mit dieser Waffe macht das Ganze wieder mal noch mehrer Spaß. Das war wohl der letzte. Ah, einer hat es noch überlebt. Ein Protektron habe ich noch. Du mich sehen, Mensch? Das ist dein Tod. Ja, super. Ausgezeichnet. Oh, stopp, da war ich wieder zu schnell. Was für eine Waffe bist du? Noch ein Gauss-Gewehr. Jetzt habe ich mein Gauss-Gewehr schon verbessert. Schau, hier habe ich das zweite. Jetzt kriege ich langsam interessante Waffen. Endlich bleiben stehen! So. Ja, komm, zeig deine hässliche Visage, dann zeig. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. Das war's. Und schon habe ich mein neues Settlement. Ja, will ich. Jetzt kann ich hier in aller Ruhe alles mitnehmen. Den Hammer. Halt. Jetzt können wir hier in aller Ruhe alles mitnehmen. Jetzt sind wir nett durch. Und ein neues Comic-Magazin. Leben und Lieben. Da Begleiter halten. Dauerhaft plus 10 Gesundheit. So macht das Leben Spaß. Es geht zwar natürlich noch weiter. In der Fenio Hall ist, glaube ich, noch eine andere Mission. Ich bin zwar jetzt wieder voll, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich werde halt dann gleich wieder runtergehen und dann anschließend da haben wir auch noch einen Supermutanten zu. Der war ja derjenige, der mich hier ein bisschen geärgert hat. Gut. Nach oben. Aha. Müssen wir mal. Hier oben haben wir auch noch einen. Dann die ganzen Fleischsäcke. Okay, stopp. Dann
So, jetzt hocke ich mich mal hin. Fauler Sack. Fauler, elendiger Sack. Hier wird nicht gefaulenzt. Aber ich glaube, kann ich dann aufs... Jetzt kann ich dann in Ruhe aufs Dach. Moment, hier war ich noch nicht drinnen. So, dann gehen wir mal gleich wieder komplett runter. Hier haben wir ja noch, was weiß ich, eine Werkbank. So, alles schön aufgelöst. Wunderbar. Jetzt können wir das, den einen da noch... Ich glaube, jetzt haben wir alles von der Fenue Hall. Hier sind wir durch. Okay, jetzt gehen wir ganz nach oben. Weil hier gibt es ja auch noch, ich hoffe mal, stopp. Es gibt ja noch eine weitere Mission und zwar, genau. Nein, ich muss separat nochmal herkommen. Ich will jetzt nicht diese Mission hier komplett abschließen, ich muss den kompletten Bereich... Ah, ich muss erst raus. Dann gehen wir gleich raus. Okay. Das ist schon mal jetzt halt schnell und sauber abgelaufen. So will ich das haben. Und das macht doch gleich viel, viel mehr Spaß. Dann reisen wir jetzt zum Slog. Und holen uns das nächste Settlement. Genau. Weil von dort und dann habe ich wenigstens wieder eins weiter Settlement und dann kann ich offscreen Roboter wieder verteilen an die einzelnen Orte. Also ich habe jetzt glaube ich 2 oder 3 Settlements, die ich dann wieder mit Robotern versorgen muss, damit ich eine Versorgungsroute wieder aufbauen kann. Da habe ich jetzt 2 oder 3, die ich da machen kann. So, sind wir da. Gehen wir zum Wiseman. Oh, wilde Mutterbären können wir mitnehmen. Hier ist der Wiseman. Du bist noch am Leben. Das heißt entweder, dass du dich noch nicht um diese Supermutanten gekümmert hast, oder du bringst gute Neuigkeiten? Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. So, und bitteschön, hier ist das Neue. Dann Gewächs macht das Baden hier sicher eine Menge. Scheint wirklich was zu werden. Nehmen wir gleich die ganzen Teerbeeren mit. Und das ist mein neues Settlement. Ich koche die Mahlzeiten und kümmere mich ums Haus. Ja, ich hoffe, viel Spaß. Du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ja, das weiß ich. Aber das hier ist alles in Ordnung. So, okay. An so einem Ort könnte man echt die Beine hochlegen. Ja, dann mach das doch. So, somit habe ich das auch abgeschlossen. Dann... Hört ihr Martys Holoband an? Habe ich das noch oder habe ich das schon wieder abgelegt? Ne,
Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her. Aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz des Sohns von einem gewissen Shem Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Okay, jetzt ist die Mission gestartet. Ja, Nick geht schwimmen. Gut, dann können wir jetzt zurück zur Faneuil Hall. Dann machen wir gleich diese Mission. Moment, Faneuil Hall. Hier. Weil wenn sie schon befriedet ist, dann muss ich danach nicht mehr rein. Wenn sie schon befriedet ist, dann ist das schon wesentlich angenehmer. Dann können wir gleich diese ganze Mission abschließen. Dann haben wir zwei weitere Missionen abgeschlossen. Und das ist das. Das macht doch Spaß. Also, gehen wir aufs Dach. Der Faneuil Hall. Aber ich wusste, ich habe noch irgendwo was nicht gemacht. Das war ja diese Mission, die gestartet ist, als ich bei Nick Valentine im Büro gewesen bin. Das war eine von diesen Sachen. Von diesen Zusatzmissionen da. Oder sonstigen Missionen. Genau, die haben wir ja dann... Es gibt ja zwei Special-Missionen da, wo du Nick ein bisschen unterstützen sollst. Und eine davon ist ja die. So. Daniel Hall. Die Wiege der Freiheit ist zu einem Schlachthaus geworden. Genau. So, gehen wir gleich rein. Gehen wir gleich rein und machen da unsere Sachen. Dann aufs Dach. Jetzt habe ich schon einen verschnellerten Ladebildschirm, aber trotzdem zieht sich das immer noch. Okay, los geht's. Tu mal gleich das Licht wieder anmachen. Ah, ich bin ja überladen. Ich kann jetzt wieso nicht schnell rennen. Halt, hier muss man lang. Da bekommt der Begriff Touristenfalle gleich eine ganz neue Bedeutung. Halt! Ich muss ja hier rüber. Und hier hin. Und dahin. Und schon bin ich an der richtigen Stelle. Genau. Kann ich dir was abnehmen? Nein, kannst du nicht. Faneuil Hall Dach. Da muss ich hin. Weil da gibt's ja dann den Grashüpfer. Ah, da ist Marty. Marty hat nie was zu Ende gebracht. Keine Sorge, Mann. Wir klären das für dich auf. Und hier ist der Bingo. Goldene Grashüpfer. Gold, Glas und Kupfer. So, dann die Nachricht mal durchlesen.
Okay. Finde Sean Dams Grab. Genau. Da muss ich von zu Galleria Pikmin. Von hier aus geht's wesentlich, ist es wesentlich kürzer. Tja, jetzt. Na, meine Katze ärgert, will wieder was von mir. Na, dann komm hoch. Komm. Komm hier, Katze. Sie will nur wieder auf meinen Schoß. Ja, ja, gell? Ja, Lissi. Jetzt müssen wir weitermachen. Halt. Nee, stopp, hier muss ich lang. Hier rüber. Und außenrum. Ah, da oben. Moment. Lissi, das ist jetzt momentan keine gute Idee. Jetzt. So, sie wollte wieder sich auf meinen Schoß legen und mein Kabel. So, jetzt. Spielen wir jetzt Verstecken? Ja. Da ist ein Ghoul. Geht ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Noch einer? Und hier ist es, Sean. Shemdrawn hat sich mit seinen Schätzen begraben lassen. Manche Leute können einfach nicht loslassen. Ja. Genau. Silberbarren, ich. Okay. Das war's. Der goldene Grashüpfer ist abgeschlossen. Was bist du? Kenne ich dich? War ich bei dir schon? Mienpestiris. Das kenne ich gar nicht. Schnell speichern und rein. Da landet auch gerade wieder die stählerne Bruderschaft, Lissi. Das ist keine gute Idee. Da gibt es wieder Supermutanten, die von der stehenden Bruderschaft erledigt werden. Also, schauen wir mal. Ich glaube, ob ich hier war. Ah, doch, hier war ich schon drin. Genau, das ist nur ein einfacher. Aber die Sachen sind wieder gespawnt, deswegen nehmen wir alles mit. Ja, man verliert einfach den Überblick bei solchen, bei so vielen Sachen. Da verliert man einfach ein Experten-Safe. Ja. So, dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir jetzt zurück und schauen wir mal. Was wir dann als Nächstes machen können. Genau. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Hä? Das war doch jetzt über mir. Scanne nach Feinden. Bereich sicher. Ah. Eine Sache gibt's noch. Was ich die ganze Zeit, und ich sage jetzt ganz bewusst, die ganze Zeit immer und immer wieder versemmelt habe. Denn in Concord gibt es einen Ort, das habe ich bis vor kurzem niemals gewusst. Ich gebe es zu, ich habe es nicht gewusst. Und
wie gesagt, erst vor kurzem habe ich diesen Ort entdeckt und habe gesehen, aha, und da will ich jetzt mit euch rein. In die sogenannte Flüsterkneipe. Wie gesagt, ich habe nicht gewusst, dass es diesen Ort gibt. Ich bin da immer vorbeigelaufen, habe immer die Raider hier erledigt. Und ein laufendes Brahmin. Nämlich hier direkt vor der vor diesem wunderschönen Museum der Freiheit. Hier drinnen gibt es noch einen Ort. Die sogenannte Flüsterkneipe. Und diesen Ort habe ich niemals betreten. Zu keinem Zeitpunkt. Und das hat mich schon, dass es diesen Ort überhaupt gibt. Ich habe davon gehört. Man hat irgendwas gesagt, aber wo der ist? Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Habe ich nie gewusst. Das hätte mir echt viel Zeit und auch. Hallo. Was? Und auch Ärger erspart. Weil hier soll's. Hier drin ist nur Schrott. Da geht's zurück ins Commonwealth. Dann gehen wir runter. Nehmen wir gleich die ganzen schönen Sachen mit. Weil, und zwar, es soll hier nämlich angeblich verschiedene Arten von Camps geben. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin hier nie rein. Ich kann das nicht beurteilen. Aha, jetzt gehe ich wieder raus, aber egal. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Wie gesagt, ich war ja hier nie. Gehen wir wieder rein. So, schalten wir das Licht wieder. Nehmen wir die Lunchbox gleich mit, sonst ist hier eher nichts. Dann haben wir was zum Entsperren. Genau. Cool. Ja, hier hätte es auf jeden Fall ein paar interessante Materialien gegeben. Vor allem die hätten mir am Anfang sehr, sehr geholfen. Ein XL. Ja, der macht sich mit einer Puppe gemütlich und hat sich da einen angesoffen. Nö. Das ist auch. Also Steady-O, was es angeblich hier geben soll, habe ich nicht gefunden. Moment, da liegt noch ein Kampfmesser. Nö. Hm.
Nö. Weil irgendjemand hat, irgendwo habe ich es mal gelesen, dass es hier ein Daddy-O geben soll. Oder ob's ein Daytripper. Nö. Weil das, okay, hätte mir doch nicht viel. Ich hätte nur ein paar neue Camps gehabt, aber das war's dann auch schon. Ja, das war die Flüsterkneipe. Das war die Flüsterkneipe. Sehr interessant, sehr interessant. Ja, man lernt eben nie aus und man kann immer noch andere Sachen mitkriegen, von denen man nicht gewusst hat, dass sie überhaupt existieren. Ja. Wir verlassen jetzt wieder Concord in Richtung Sanctuary. Das machen wir aber jetzt heute auf den normalen Weg. Wir gehen einfach normal nach Hause. So wie wir auch mal hier reingekommen sind. Briefkasten ist leer. Bramid ist auch leer. Ich muss kurz warten. Ja, jetzt sind die ganzen Vertibirds. Jetzt habe ich ja die Vertibirds wieder unterwegs. Was ich auch jetzt angefangen habe, genau, da ist der Vertibird. Warum kreist du über Sanctuary? Willst du mich angreifen? Hä? Ich wehre mich, das sage ich dir. Genau, ich habe angefangen, ein bisschen eine Mauer um Sanctuary zu bauen. Ja, da muss ich auf jeden Fall Nacharbeit leisten. Bin noch nicht weit gekommen. Das ist ein extremes Langzeitprojekt. Halt. Weil ich will ja Sanctuary dementsprechend auch noch ein bisschen beschützen. Weil da gibt es so viele Sachen, die ich noch verbessern muss. Weil da muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten mache. Aber was der Vertibird da oben macht, keine Ahnung. Runterholen tue ich ihn jetzt nicht. Ja, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Hallo Dogmeat. Hallo Dogmeat. So, jetzt gehen wir nach oben. Sind wir schon fast wieder komplett. Ha, schaffen wir es gerade noch? So. Ah, auf den letzten Zügen muss ich noch mal kurz eine Pause machen. So. Dann legen wir mal unsere ganzen Kleidungsstücke alle wieder ab. Ich werde zum anderen Zeitpunkt das, gut. Moment, das können wir alles hier loswerden. Aufräumen tue ich das, wie gesagt, zu einem anderen Zeitpunkt. Gut, auf geht's. Jetzt will ich noch schnell mir mal mein Gauss-Gewehr anschauen. Schneid dir nichts ab, was du nachher vermisst. Keine Sorge. Dann wollen wir mal modifizieren. Den Standardlauf, den kann ich verbessern. Dann den Standardkolben. Ja, dafür brauche ich noch den Waffenfreak 4. Ganze Kondensatoren, jawohl. Das Standardvisier, dann haben wir es noch fast weiter. Und den Kompensator. Dann haben wir den genauso. Und der hat ein großes Magazin. Alles klar. Jetzt schauen wir uns mal die beiden an.
Wir haben jetzt hier 172 da. Dann benutze ich das hier doch lieber. Dann werde ich das hier... nein, stopp. Dann werde ich das hier umbenennen in... Halt. T. Mach mal das. Ist egal, spielt keine Rolle. Und jetzt hat umbenennen in minus Gauss. Genau. Verlassen. Und dann legen wir das hier nach hier oben ab. Dann auf 4. Funktioniert. Passt. Bin zufrieden. So, Leute. Ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Wir sollten möglichst schnell zu den Arcanos gehen und herausfinden, worum es in ihrem Fall geht. Ja, machen wir schon, Nick. Keine Sorge. Ach, bevor ich das... Hey. Ich bin ganz Ohr. Mal sehen. Hey, Valentine. Wobei kann ich dir helfen? Okay, hat sich erledigt. Ich wollte nur mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Du versuchst, die Dinge hier draußen zu ändern. Deswegen gehörst du für mich zu den Guten. Okay. Das ist erstmal alles. Gut, okay. Das heißt, ich muss jetzt bei ihm noch ein bisschen Zuneigung gewinnen. Brauche ich noch ein paar Terminals. Und dann sollte das eigentlich relativ gut klappen, dass ich dann mit ihm seine Special-Mission abschließen kann. So, Leute. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo und die Glocke aktivieren. Macht es gut, ciao, servus und bis zum nächsten Video.